Habt ihr alle einen Freund oder seid ihr solo? Du hast einen. Also bist es du schon mal nicht. Schatz, Schatz, Himmels Willen, Schatz, nein, nein. St. Marla 2014 ist die Stefanie. Ja. Neben mir das frisch gebackene Sandmadler 2014, Stefanie Förner. Stefanie, schön, dass du bei uns bist. Gratulation erstmal von meiner Seite, herzlichen Glückwunsch. Das wird sicherlich eine schöne Zeit werden mit dir auf der Sandkirchweih. Ich darf dich noch fragen, wie alt du bist. Du bist, glaube ich... Ich bin 18, aber morgen werde ich schon 19. Das war der Knaller. Morgen hat sie Geburtstag. Ein schöneres Geschenk für dich kann es, glaube ich, kaum geben, als Sandmadler hier in Bamberg zu werden. Und worauf freust du dich denn ganz besonders im Laufe der Sandkirchweih? Was sind deine persönlichen Tipps oder deine Highlights? Also am meisten freue ich mich auf Fischerstechen oder auf den Hahnenschlag, weil solche Sachen kann man als normaler Besucher gar nicht live mitmachen. Was uns natürlich alle interessiert, mich und auch unsere anderen Zuschauer, wo werden wir dich dieses Jahr auf der Sandkirchweih in Bamberg denn finden? Was sind für dich die Plätze, wo wir sagen, da treffen wir sie mal, die Stefanie? Das ist eine gute Frage. Also meistens vor Klein Venedig, da die Straßen, wo ich mich aufhalte, weil ich meine, der Blick auch am Samstag bei der Nacht, bei der italienischen, venezianischen Nacht, das ist halt schon das Highlight, sage ich mal, weil die anderen Volksfeste wie in München, das ist halt auf einem großen Platz, in Bamberg ist alles so schön in der Altstadt. Ja, die Bamberger Altstadt ist natürlich fabelhaft. Hier, wie gesagt, Klein Venedig, die Sandstraße, das sind alles Sachen, die gibt es nur hier. Ein Abschlusswort noch an die Bamberger für die Sandkirchweih für dieses Jahr. Ich freue mich, dass ich das Sandmadler 2014 bin und freue mich, wenn ich euch alle mal sehe. Und ich freue mich auf die Woche, wo ich als Sandmadler Bamberg repräsentieren darf. Ich freue mich auf dich und wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Tschüss und Servus.